glaube, ich muss heute noch Burger braten. Was ist denn das für ein Buch? Hör ich da gerade Sirenen? Kommt da die Polizei? Oh Gott! Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen in der großen Krabbe. Ich bin hier am Start und Plucky ist auch dabei oder sagt... Hey du! Hol mir die Secret Formula von Krabby, Alter, ist das klar? Aber du musst erst ein paar Robux spenden. Hey, warte mal ganz kurz. Dann willst du mich abziehen, du Gauner? Das, ich weiß ja nicht. Okay, ich mach das einfach mal. Ich spende einfach mal... Komm, 5000, bist du bekloppt? Ich spende da 10 Robux rein. Komm, das mache ich. Das ist schon auf Ehre. Gefällt mir gar... Okay, können wir nicht machen, Leute? Oh, was ist das denn? Caro ist auch dabei. Yo, was läuft? Du bist auch hier, oder was? Ja, chillig. Oha, was ist das für ein geiler Pullover? Leute, warte mal. Hier, Caro hat den neuen Denume-Pullover gemacht. Wer wird den gerne haben? Dann der Hashtag weiß in die Kommentare. Und Leute, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Roblox-Video. Lasst ein Like, wenn ihr Bock habt. Wir gehen rein, gucken uns die große Krabbe an und let's fett. Okay, ja, wir gucken einfach mal, wie das hier so läuft. Okay, ja. Geht's jetzt dahin? Ach was, das ist irgendwie so eine Art Rework oder was, Leute? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Oh, oh. Müssen wir hier auf den Krabbenburgern rumlatschern? Ja, wahrscheinlich schon. Was ist das denn? Caro, also, jetzt streng dich mal auch an, ne? Irgendwo ist auch peinlich gerade. Ich will es ja nur gesagt haben. okay, also pass auf. Ich weiß, wo die magische Pommes ist. Easy, Leute. Ich habe die Mitte direkt rausgekriegt und sage, es ist rechts. Oh, Leute, das war ein Hole-in-One. Ah, eine Sackgasse. Du musst vielleicht die Luftblasen nehmen. Es könnte sein, dass sie zerplatzen, aber vielleicht bringen sie dich auch rüber. Okay, ja. Dann gehen wir über die Blasen rüber. Also, die sind ja komplett easy. Wenn du das jetzt nicht schaffst... Oh, ich wollte gerade sagen, hätte ich deine ganzen Robux gehackt. Ich hätte alle genommen. So, Tomaten-Style, let's go. Dann wollen wir mal hier rüberspringen. Ja, das wird noch was, okay. Also, 10 Robux, wenn du jetzt hier runterspringst, ohne Save Point gleich. Hab keine 10 Robux, sorry, ich muss los. Ganz schnell weg. Leute, ich bin der Scam-Betrüger. Ganz schnell weg. Hey, ich weiß, was du tun sollst. Gib mir keine 10 Robux. Lauf mal lieber durch die Tür über die Krabbenburger, du verdammter Junge. Und hol mir die Geheimformel. Hier, diese Tür musst du betreten. Hast du mich verstanden? Ja, Plucky ist ja gut. Weiß ich ja. Caro, komm. Schnitt. Digga, wie liege ich da eigentlich, Leute? Die Todesanima... Also... Oha. Ey, Leute, ich bin der surfende Surfboy. Krass. Und weiter geht's. Komm schon. Und drüber hier. Let's go. Wir gehen nach... Ich wurde von dem Burger aufgegessen! Caro, du wurdest auch vom Burger gegessen. Oh nein, wir wurden von dem riesigen Burger gegessen. Ah, wenn ich bloß diese Geheimformel finden könnte. Wir müssen in den Tresor der großen Krabbe kommen. Schaff das irgendwie. Ja, ich schaff das irgendwie, klar, Mann. Wir gehen mal hier über so ein paar so Steinbrösel rüber. Soll das noch irgendwie so krabbenpettig sein? Oh Mann, was soll ich dazu sagen? Hehehe. Ach, Caro, Caro. Willst du das eigentlich nochmal machen da hinten? Ja, beweg dich mal. Caro, wenn ich dir auf den Sack gehe, mach nichts. Okay, ich gehe noch nicht auf den Sack, Leute. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Lunte. Wir können da noch ordentlich nerven. Ja, gucken wir mal. Ah, Gott. Ich wurde gegrillt. Ja, das war auf jeden Fall wieder brutalster Scammeritis. Man kennt ihn. Jetzt muss ich auch noch hier rüberspringen über... Wer hat denn eigentlich den Hotdog hier so komisch belegt? Ah, Caro, da bin ich auch schon wieder. Rauf auf die Spiegeleier, wa? Du denkst also, du kannst mich hier in dem Parcours ganz locker schlagen? Ich würde sagen, jetzt wird geschwitzt, oder? Oh. 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 Da ist er schon nah dran. Da ist er schon ganz nah dran. Ja. Yeah. Wir gehen auf die Pommes, nehmen das Ding mit und wir sind direkt am Start. Ah, du kürzt halt auch ab, finde ich gut. Und da bin ich auch schon! So, oh nein, ich hab den Checkpoint nicht mitgenommen. Ich gehe auf Nummer sicher, Leute. Ganz wichtig auch. Weil wenn man den, glaube ich, vergisst, ist broke. So, jetzt gehen wir mal hier rüber und dann sind wir zumindest schon mal durch die Höhle. Gucken wir mal. Weg mit dieser komischen Pommesbude. Ich dachte, hier werden Krabbenburger gemacht und keine Hotdogs, Mann. So, das Ding nehmen wir auch so mit. Ist das hier Käse?
Ja, ich weiß ja nicht, ne? Ich habe schon ganz schlechte Erfahrungen mit Käse in Roblox gemacht. Bin ich ganz, ganz kritisch immer mit. Was ist das hier? Die Wand sich da gerade bewegt? Oder habe ich mir das eingebildet? Ich bin mir nicht sicher. Oh. Oha, okay. Wir dürfen uns, glaube ich, nicht bewegen. Wir müssen einfach geradeaus hochklettern. Ja, sieht so aus. Guckst du eigentlich nach unten? Nö. Na gut, klettern wir mal. La, 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 la. La, la, la. Dieser riesige Käseboden bewegt sich viel zu schnell. Spring ist der Trick hier. Aha. Ja. Okay, ich hab's verstanden. Easy, Leute. Ja. Okay. Ja. Digga, das Game ist echt noch ein bisschen laggy, ne? Ich glaube, hier hat einer super kranke Effekte reingejallert. Wir warten mal auf Caro, bevor wir die Speckrutsche runterrutschen. Ist das hier eigentlich die Speckrutsche? Damit können wir nämlich den Tresor öffnen. Ich bin sehr gespannt. Sehe ich aus wie ein Bombenentschärfer oder was? Gucken wir mal. Also, Draht durchschneiden. R. Y. D. G. B. Easy. Ich bin der Bombenexperte. Und ab sind wir im Tresor drinne. Die Formel ist nicht hier. Wir müssen hier rausgehen und einen Plan B machen. Ja, Plan B. Okay, gucken wir mal, ob Bombenentschärferin Caro auch relativ zügig in den Tresor reinkommt, weil ich sehe sie hier tatsächlich noch nicht. Was ist das denn für einer? Hallo, Caro, ich bin hier oben. Moin. Willst du eine Karte vom Labyrinth kaufen, Mann? Du kannst sie hier günstig kriegen. Ja, was willst du haben? 45 Robux, Scam, Scam. Wir gehen nämlich jetzt mal ganz entspannt den Pfeilen hinterher. Wisst ihr, wie ich meine? So. Okay, hier hinten ist auch noch ein Pfeil. Ah ja. Alright. Und da sind wir eigentlich auch schon draußen. Easy. Raus aus dem Tresor. Yes, Baby. Okay. Hallo, Planky. Was gibt's hier? Die Formula ist nicht in der großen Krabbe. Dann muss sie bei SpongeBob sein. Geh zu seinem Haus. Wir prüfen alles, was wir finden. Aber nicht der Polizei. Okay, Leute, wir werden also jetzt schon von der Polizei gesucht. Kein Problem. Ja. Wow, ich bin übel schnell unterwegs, Mann! Verdammt nochmal! Und drüber da, komm schon! Weiter geht's, direkt rum um die Ecke, da hinten sind die Cop-Autos. Oha, hört ihr die Sirenen schon? Nochmal hier rum, darum und... Ja, okay, da um die Ecke geht's halt irgendwie nicht so ganz, aber das ist ja auch nicht so schlimm. So, dann würde ich sagen, geradeaus, da ist noch ein Shopper. Was? Ist das ein SpongeBob-Shop oder was? Aha, da hinten kommt Caro, seht ihr schon? Komm mit in Spongys Haus, ich will den kleinen Hasen zeigen. No! Warum, wie, was, nein? Ja, Leute, da habe ich wohl reingelost, oder? Was will er mir verkaufen? Wir gucken einfach mal. Eine Boombox oder eine Bazooka, um Spieler wegzustoßen? Ah. Ich tue es nicht, Leute. Das kann ich Caro nicht antun. So, wir müssen jetzt, glaube ich, in die... Kannst du da in die Butze rein? Nö. Aber in die Butze kann ich. Da ist ein Knopf. Was bringt der bloß? Eventuell macht er die Tür auf. Los, find ihn. Weißt du denn, dass da ein Knopf ist, wenn ich den finden muss? Okay, okay. Wir sind jetzt in SpongeBobs Bude und hier sieht's ja... Sag mal, wie sieht's hier eigentlich aus? Was ist das denn? Hä? Wo kommt denn das Viech her? Was zum... Was hast du gemacht? Caro? Gar nichts. Oh. Leute, ich glaube, ich muss jetzt hier ganz schnell weg, ne? Ich bin mir nicht sicher, hey, aber ich glaube... Ich war da in Screen. Ich hatte wirklich nichts gemacht. Ach, Digga. Was ist das für ein Tier? Okay, let's go. Oh, Leute. Das wird nervig jetzt. Oh, Gott. Oh, ich muss ganz schnell... Oh, jetzt muss ich durchziehen. Caro, ich will aber sogar umlegen, Leute. Was ist das denn? Nicht Gary aufwecken. Ich denke, die Formel könnte in Garys Schale sein. Im Schneckenhaus oder was? Los, check das aus. Ja, okay, mach ich, ja. Ich geh mal einfach ins Schneckenhaus rein. Moin, ich bin's. Wir sind jetzt in Gary drinne. Würdest du uns jetzt hier einen guten Weg besorgen? Gucken wir einfach mal, wo ist Caro eigentlich, Leute? Wir warten mal ab. Oh, wow, aua,
ich glaube, ich hatte ein bisschen Luft im Bauch. Caro? Caro, hallo? Nein! Ja, die hat sich selber in die Luft gejagt. Also ich weiß auch nicht, wer sich in dem SpongeBob-Parcours eine Bazooka kauft. Was ist denn das jetzt schon? Also, Caro, hör auf damit. Caro, lass es. Ich hab nicht mal was gemacht. Jetzt hab ich auch eine Bazooka. Du willst eine Bazooka-Schlacht? Dann komm doch. Oh Gott. Nein, ich konnte nicht rüberlaufen. Wer wird es jetzt rüberschaffen, Leute? Die Bazooka wird jetzt... Oh, oh. Wo bist du? Caro? Hallo? Komm her! Du willst also... Ah! Hey, die... Leute, wie kann das denn so hart jetzt eskalieren? Oh Gott, Garys Schleim. Mhm, was ist hier Sache? Seh zu, dass du dem Schleim entkommst, mein Bester. Oh, Caro hat sich auch in der Luft gejagt. Fühle ich ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was hier drinnen los ist. Aber ist okay. Was machst denn du da hinten? Caro. Hallo? Oh, das ist doch so Scam. Oh mein Gott, Caro hat sich gerade selber weggeschossen, Leute. Suchen wir uns doch mal einen guten Spot, würde ich fast behaupten, oder? Oh Gott, ich gehe lieber hinter die Tür. Nein, 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 ich kletter ganz schnell hoch. Oh, oh. Ah, ich wurde in die Luft gesprengt. Mano. Was machst du da oben, Caro? Oh, nix. Ja! Oh Gott, sie wollte mich noch holen. Boah, sind das eigentlich Kackwürste? Das ist nicht dein Ernst, ne? Entweder jetzt auf dem Klo ausge... Einkaufsliste. Leute, wir sind am Ende. Anscheinend haben wir es geschafft. Das war eine Einkaufsliste. Oh, wir haben gar nicht die Geheimformel gefunden. Aber... Ja gut, ich meine, das ist auch in Ordnung. Leute, das war's mit einem weiteren SpongeBob-Obby. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und falls ihr öfter Videos mit Caro sehen wollt, dann schmeißt ein Abo rein. Dickes Küsschen geht raus. Deno out.